Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch heute zwei Looks, bei denen ihr innerhalb von 5 Minuten oder sogar weniger so schöne intensive Farbakzente setzen könnt, dass das Make-up besonders ist, dass es wirklich ein Hingucker ist mit sehr wenigen Produkten, was super einfach ist, wo ihr einfach nur einmal eine clean Base braucht und dann darauf aufbauen könnt und innerhalb von kürzester Zeit wirklich besondere Make-ups schminken könnt. Ich finde besonders, wenn man von den Klamotten her elegante Basics trägt, gerade schwarz-weiß und neutrale Farben und dann mit dem Make-up so einen Akzent setzt in einer schönen Farbe, in einer intensiven Farbe, finde ich, wertet das das Outfit einfach nochmal auf, ist wie so ein Accessoire und das möchte ich euch zeigen. Dieses Video ist in Kooperation mit Case Berlin und ich werde euch unter anderem die neuen Duo Sticks zeigen, die ein neues Refill-System haben. Es gibt zwei neue Farben und wie gesagt ein ganz neues System, das ich euch gleich vorstellen werde. Und ihr könnt natürlich wie immer meinen Code ADRIANA20 nutzen für 20% Rabatt bei Case auf alles. Link findet ihr unten in der Infobox und los geht's. So, ich zeige euch einmal gerade die Base für beide Looks und ich fange natürlich an mit der Case CC Cream. Das ist eine Mischung aus Hautpflege, Grundierung und Sonnenschutz und ihr seht, die kommt komplett weiß raus, passt sich dann aber wunderbar dem Hautton an und verschmilzt und es gibt natürlich verschiedene Farben. Und ihr bekommt ein super schönes, natürliches, glowy Finish, mit dem aber trotzdem alles abgedeckt ist. Dann nehme ich den NARS Radiant Creamy Concealer und die Farbe, die ich hier habe, verlinke ich euch unten in der Infobox, aber die hat einen super schönen peachigen Unterton, deswegen korrigiert die bläuliche Augenschatten super gut und damit sehe ich immer schön wach und frisch aus. Dann sette ich einmal meine Grundierung mit dem CAS Set in Blur Powder, das hat einen super schönen Blurring-Effekt, also verfeinert das Hautbild, mattiert auf eine sehr, sehr natürliche Art und Weise und damit ist alles set in place. Dann kommt mein absoluter Lieblingsbronzer von CAS zum Einsatz, der 365 Bronzer, das ist die Farbe Light Medium und der hat die perfekte Farbe wirklich zum Konturieren und zum Bronzen gleichzeitig. Also es ist eine sehr natürliche Farbe und wirklich nicht zu kühl, nicht zu warm. Man kann wunderbar damit das Gesicht formen und ich liebe den auch wirklich für meine Nasenkontur. Einer meiner all-time favorite Bronzer wirklich, den braucht ihr, vertraut mir, kauft ihn euch. Auch super schön in der Lidfalte als Lidschatten. Dann fülle ich noch meine Augenbrauen auf mit dem CAS Eyebrow Pencil in der Farbe Light Brown. Die ist absolut perfekt für mich. Ich fülle damit einfach meine Lücken ein bisschen auf und ich habe ein Brow Lifting drin. Das heißt, ich gehe dann einfach nochmal mit einer Bürste durch und damit habe ich das perfekte Ergebnis für meine Augenbrauen. So, für Look Nummer 1 nehmen wir den neuen CAS Duo Stick in der Farbe Flirt bzw. das Refill in der Farbe Flirt. Denn CAS hat ein ganz neues System für die Duo Sticks entwickelt, wo ihr euch quasi selber aussuchen könnt, welche Refills ihr jeweils an diesen Duo Stick dran machen wollt auf beiden Seiten. Das heißt, ihr könnt ganz einfach alles austauschen, so wie ihr möchtet, wie ihr euch das vorstellt. Ihr könnt zwei Farben benutzen, ihr könnt ein Highlight auf die eine Seite machen, eine Farbe auf die andere Seite. Da ist eurer Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt und die Farbe Flirt ist wie gesagt neu. Super schönes, intensives Rot-Orange und damit werden wir jetzt zuerst arbeiten. Und nochmal ganz easy wirklich, man klickt einfach das rein, dann ist es fest. Man kann den Duo-Stick ganz normal rausdrehen, ihr habt die gleiche Menge da drin wie vorher auch. Und durch diese neue Verpackung, das ist eine Aluminiumverpackung, super resistent auch und sehr, sehr schön glänzend tatsächlich, wird 43% Plastik eingespart. Also auch eine super Sache für die Umwelt. Also wirklich ein ganz tolles neues System von CAS hier, muss ich wirklich loben. Und auch die Farbe Flirt gefällt mir super gut. Und ihr seht wirklich ein intensives Orange-Rot. Leuchtet ganz intensiv, wenn man es erstmal aufträgt, aber man kann ihn wunderschön ausblenden, sodass man die Farbe hat, aber die Intensität wird dadurch ein kleines bisschen leichter und trotzdem absolut tragbar auch im Alltag. Müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Die Formulierung der Duo Sticks ist auch die gleiche. Also da hat sich nichts geändert, wirklich nur beim Packaging. Ihr könnt die Duo Sticks auch immer wunderbar einfach mit den Fingern ausblenden. Auch das geht, gerade wenn ihr nochmal so an den Rändern lang gehen wollt. Aber ich nehme gerne einen Pinsel, wie ihr wisst. Wirklich eine absolut wunderschöne Farbe, sehr einzigartig. Weil ihr wisst, ich blende meine Duo-Sticks auch immer so ein bisschen hier Richtung Schläfe aus und Richtung Haaransatz, dass der Blush nicht einfach so nur so eine Linie ist, sondern richtig schön überall langläuft, sodass man nicht so richtig sagen kann, wo er anfängt und wo er aufhört. Ich liebe es! Dann zu dem Blush passend ist Poppy Red von CAS. Ihr wisst, eine meiner absoluten Lieblingsfarben of all time. Und die harmonieren wirklich wunderschön. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Einfach so eine wunderschöne Kombi. Und dadurch, dass die Lippen natürlich sehr intensiv und knallig sind und auch die Wangen schön viel Farbe haben, finde ich, kann man es wunderschön machen, dass man die Augen sehr, sehr simpel lässt. Ich habe ein bisschen Bronzer in der Lidfalte und ich nehme jetzt einfach noch einen Kajalstift. Das ist Espresso Brown von CAS. Und leine damit meine obere Wasserlinie. Einfach nur, um meine Wimpern optisch zu verdichten. Und dann nehme ich meine Wimpernzange, das ist die Tweezerman Pro Curl, und biege meine Wimpern. Aber mehr mache ich gar nicht mit den Augen. Ich liebe wirklich diese Art von Look, dadurch, dass die Augenbrauen ja auch betont sind und schön buschig und texturiert
Und die Augen dann so simpel und dann so ein knalliger Farbakzent finde ich einfach wunderschön, besonders wenn man so sehr klassische Dinge trägt, schwarz-weiß, ein Blazer mit einer Stoffhose zum Beispiel und da so sehr in einem Basic-Bereich ist und dann einfach mit so ein paar Farbakzenten den Look total aufwertet, finde ich. Also ich finde, das sieht so sophisticated aus und ich liebe es sehr. So, Look Nummer 2. Und hier haben wir noch eine neue Farbe, und zwar ist die Farbe Berry. Superschöner, bäriger Ton, ein bisschen kühler natürlich vom Unterton. Und auch den finde ich wunderschön, besonders für den Herbst. Aber übrigens, natürlich gibt es nicht nur die neuen Farben in diesem Refill-System, sondern auch alle anderen, die ihr schon kennt und liebt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und den trage ich jetzt auch einmal hier auf die Wangen auf. So schön. So ein toller Ton für den Herbst mit kühleren Farben. Auch der wirklich wunderschön. Ich habe ihn euch schon in einem meiner anderen Videos gezeigt. Mega, ich liebe ihn so sehr. Ich mache auch ein kleines bisschen hier auf meinen Nasenrücken. Lustigst kann man auch wunderbar auf die Lippen auftragen, also wenn man einen monochromen Look will. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde allerdings erst noch einen Lip Liner auftragen. Und zwar ist das hier von Nabla der Nude 3.5 und der ist eben auch so ein bisschen bärig vom Unterton und ein bisschen kühler. Und hier mache ich so ein kleines bisschen so einen Ombre-Look. Also ich mache hier außen die Lippen so ein bisschen dunkler. Das mache ich ganz einfach mit meinem Ringfinger. Und tupfe die Farbe auf. Und Berry ist halt auch einfach eine wunderschöne Lippenfarbe, wirklich. Dann nehme ich den Kes Eyeshadow Tower in Everyday Casual und da ist nämlich eine wunderschöne Schimmer-Metallic-Farbe drin. Ihr habt bei den Eyeshadow Towers generell immer drei Farben. Einen Sparkelton, einen metallischen Schimmerton und eine matte Farbe. Und wie gesagt, die mittlere Farbe, finde ich, passt wunderbar zu diesem Look. Und ich nehme einfach meinen Ringfinger und trage die hier so ein bisschen aufs bewegliche Lid auf. Weil das ist so ein etwas kühlerer Bronzeton und ich finde, der passt perfekt zu diesem Make-up. Super schön, ganz cremig und einfach aufzutragen. Passt perfekt, dieser Lidschatten, finde ich. Und dann nehme ich noch die Night Mascara, um meine Wimpern zu tuschen. Die Night Mascara gibt sehr viel Volumen, wie ihr seht. Richtig schön intensiv. Vorher, nachher. Also das ist Look Nummer 2 und so könnt ihr wirklich mit wenigen Produkten innerhalb von kürzester Zeit euer Make-up wirklich besonders machen und einen Farbakzent setzen und einfach nochmal richtig was rausholen. Wie gesagt, könnt ihr gerne meinen Code ARENA20 nutzen für 20% Rabatt auf alles bei Kes und ich verlinke euch das natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.